In 10 Minuten leichter Regen. Jetzt wird es natürlich wieder arschnass. Starkregen will in 10 Minuten in leichten Regen umgehen, aber ich habe hinten jetzt ziemlich kühle Reifen. Ich glaube, ich fahre diese Runde rein. Weil das ist jetzt zischt es wohl. Und da ist Tom am Umeiern. Hallo Tom, tschüss Tom. Ja, vor allem jetzt mal ohne Scheiß, kann man mit den grünen Reifen besser jetzt noch klarkommen als mit den blauen? Weil jetzt nämlich gerade richtig. Weiß ich nicht. Marco hat doch selbst gesagt, das ist total scheiße. Aber jetzt? Die Reifen kühlen jetzt aber. Jetzt kühlen sie ab. Also meine sind aber 60 Grad vorne und hinten 60. Marc, wechsel nochmal auf Intermediates. Also, ich bin bei 70 Grad und 60 Grad hinten. Also, ja, hab ich auch. Der Starkregen wird nach 10 Minuten dauern und dann in leichten Regen übergehen. Alles klar. Also, das ist die Bestätigung, dass es für Regenreifen absolut keinen Sinn macht. Bist du dir zu sicher? Wir ziehen eine Alternative. Florian da, würde ich überholt, ja. Naja, mittlerweile 2 Sekunden letztere langsamer. Scheiße. Weißt du, alles gut, Jakob? Ja, nee, ich muss, ich hab mich nur ein bisschen jetzt verbremst. Jetzt sagt er mir, ich soll in Runde 27 reinkommen. Das wäre jetzt. Nein, ich komme nicht rein. Deshalb sagt er dir das ja, mein Freund. Ja. Okay, Leute, dann ziehen wir nochmal andere Reifen auf. Ich will nicht reinkommen. Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Obwohl er Inters hat. Aber ich habe jetzt Griff mit dem Wett. Jetzt ist vorbei mit dem Intermediate. Oh, Flap in der Box. Meine Inters sehen noch sehr, sehr gut aus. Ich habe gerade mal 20% abgenutzt. Ja, fahr rein. Das ist es ja, Vegas. Überlegen, ob man reinfährt oder nicht. Ich fahre nicht mehr rein. Guck, du hast Strafen, oder? Also es würde sinnvoll sein, jetzt auf Regen. Jetzt habe ich mich wieder auf 8 vorgegeben, jetzt habe ich einen Platten. Ich werde eigentlich... Boah, das ist ein Leben, oh Gott. Boah, da schwimmt man aber schon durch manche Kurven. Ein Traumrennen habe ich heute, wirklich. Also ich kann mit Wets umgehen jetzt, also fertig. Mein Ingenieur sagt gerade, Regenreifen wären angebracht, oder? Hier ist gelb, was ist hier los? Oh, ich bin auf 10. Cool. Oh, Patrick, mit Regenreifen? Ja, fährt sich gut. Oh, Alter, nee! Ich glaube, ich habe genau richtig gewechselt. Was machst du denn da? Hier ist gerade einer von uns weg abgeflogen. Ich bin ein richtig geiler Typ, hab gerade auf Intermediates gewechselt, einfach nur aus Großkotzigkeit. Ich glaube, das wird jetzt richtig scheiße. Da hält ein Vortier rum. Kannst ja gucken, ob die trocken schon gehen. Also jetzt kommen die Regenreifen gut. Also ich hab Grip ohne Ende. Achtung am Vortier, ich werde innen vorbeigehen. Ich sagte doch innen und der zieht da hinten. Ja, ich hab einen Platz. Oh. Dennis, was sagst du? Soll ich hier eine Box machen und Regenreifen holen? Mach mal lieber. Okay, Dennis. Ich weiß nicht, ich Philipp, Vorsicht. Oh, ich muss jetzt auch bremsen, weil Frank gerade dabei ist. Ja, ich geb doch Gas, Jung. Boah, so, reinfahren, ey, Regenreifen holen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt bin ich zum dritten Mal als Wolf da, ey. Oh, so, Fullwets drauf. Los. 2,65 Sekunden, das ist zu lange. Ja, meine Intermediates sind jetzt kälter als meine Regenreifen. Dass die richtige Entscheidung war. Ich weiß ja nicht. Auf Wets zu wechseln? Liebe Zuschauer bei mir auf dem Kanal, glaubt ihr, es war die richtige Entscheidung? Schreibt es mal in die Kommentare. Hashtag richtig und boah, Hashtag falsch. Los. Jetzt bläst er das. Ich würde sagen Hashtag falsch. Florian, ich bin... Na, ich tu mein Bestes. Ich glaube, ich fahre jetzt auch eine Box. Das will sonst nichts mehr. Heißt drauf, ich bin 9. Oh, Alter, also. Jakob hat 20 Sekunden Vorsprung auf mich. Da gibt's doch nicht. Wird wohl nichts mit dem Podium. Also ich habe hier einfach nur Angst, disqualifiziert zu werden, weil Scheiße. Ich hier... Mehr Conti zu spät bremsen. Oh, jetzt ist alles Marco gut an meinem Arsch, Alter. Scheiße. Oh, wieso alternative Strategie? Ich war doch gerade drinnen, Mann. Bist du irgendwie doof? Entschuldigung, Jungs, aber normalerweise, auf, ey. Normalerweise würde ich sagen, dass es sinnvoll wäre. Wärst du schneller? Dann fahr schneller vorbei. Fahr vorbei. Wenn du eine Box fährst, mach ich das jetzt auch nicht. Wem redest du? Mit Florian. Ja, gut. Ui. Ah nein, zu weit raus, scheiße. Der vor mir fährt auch auf Intermediate. Also, auf ich muss jetzt mal nebenbei so kulturtalkmäßig einwerfen. Ist echt interessant, wie man hier mit den Regenreifen tatsächlich, ne, sich da entweder richtig gut stellen kann oder sich auch völlig vertun kann, ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt zu Intermediates, es geht. Es ist eigentlich genauso schlimm wie gerade mit den Regenreifen. Achso, da kriegst du jetzt eine Strafe gleich wegen blauer Flagge. Scheiße. Oh, 3 Sekunden Zeitstrafe abgekürzt, Mann. Jetzt halt's ein, meine Fresse. 10 Sekunden hat die Scheiße gedauert. Ach nee, das ist Frank, der hinter mir war. Ich dachte, das wäre Marco gewesen. Hat Johnny auf 5? Was ist das? Da stand gerade Johnny auf 5. Ich bin nicht auf 5, ich bin auf 12. Ich bin auf 5. Das stand gerade bei mir auf Johnny 5. Geht das so? Jo, alles gut.
Geil, mein Spiel hat sich gerade random runtergelegt, aber die KI ist weitergefahren. Das ist ja richtig geil. Ja. In 5 Minuten soll der Regen weniger werden. In 5 Minuten sind wir durch. Ja, kurz vor Schluss. Ah, ich krieg jetzt Zustände, ey, nee. Was? Jakob, wo bist du eigentlich jetzt auf der Strecke? Startziel fahr ich jetzt drauf. Oh. Obacht. Ich bin lange gerade, ey. Das ist Frank, ich bin neben dir. Dankeschön. Ich guck auch in den Spiegel rein. Fahrer okay. Hinter mir. Ja, ich ja auch. Also ich mach mal so. Oh. Also wer ist jetzt eigentlich auf 1? Ich, der Runzel. Der macht das aber auch, ne? Kontinuierlich Team, wahrscheinlich... Was Teamkollege denn eigentlich? War gerade aufgegeben. Das war's. Fuck. Schade eigentlich. Wir sind überhaupt noch dabei. 12. 12. Oh, genau einer, das habe ich auch geraten. Oh, da bin ich jetzt voll. Jetzt ist nur 11, wenn einer raus ist. Also Punkte kriegt jeder, ne? Ja. Aber gibt ja noch keine. Also würde, ja. Würde. Also mich ärgert das, ich weiß nicht, woran es lag, also 5, der wäre auf jeden Fall drin gewesen, ganz locker, würde ich mal sagen. Ich bin eigentlich gut gewesen. Chris ist wieder da. Oh Gott. Alter. Ich sag ja, einer zockt draußen. Um Balkon. Frag mich jetzt noch kriegen. Auf dem Balkon, genau. Hey, ich hab eine Sekunde auf Jakob aufgeholt, juhu. 4 Runden vor Schluss, ganz toll. Marc, warum musst du jetzt auch noch raus? Hör mal noch irgendwie aus, weil ich Zielgeraden ein bisschen rausgestanden hast. Ja, oh, siehst du, ja, nee, kein Problem, ich dachte, ich wollte dich eigentlich passieren lassen, deswegen habe ich ja Platz gemacht. Bisschen ja, passieren lassen, ist hinter dir. Ach Mike, jetzt den nicht richtig rauskriegeln können, jetzt musst du den wirklich überholen. Nein. Mike, lässt du mich gleich mal vorbei, du brauchst ja nicht mehr kämpfen, wir sind ja überrundet, aber dann... Ja, dann fahr. Hör einfach Mike, lass mich gleich mit durch, ich kämpfe gegen ihn. Hör einfach auf, dich zu wehren, Mike. Mike, ich geh hin. Oh Gott. Nein, verdammt. Oh, das war aber ein bisschen schief. Geh los, gib Gas, Jungs. Mich stört das leichter nicht. Leichter Regen in 2 Minuten. Ja, gut. Bis dahin wird es das ganze Wasser. Also jetzt wäre jetzt sowas von Schwachsinn. Und rechts habe ich noch gelben Flügel und links habe ich auch keinen Flügel mehr, alles rot. Ach, wir brauchen schon Flügel. Ja. Philipp, du weißt doch, wie sich das anfühlt. Bei dem Regen braucht man nicht. Hey Mucke, welcher Platz bist du? Vierter. Vierter, kannst du dich noch frexen? Dann können wir nämlich endlich mal das Passwort ändern für den blöden Channel. Nee. Das ist mir nämlich gerade irgendwie wichtiger als alles andere. Oder also, ist Wette läuft, oder? Ne? Marco, wo bist du auf der Strecke? Hinter Hunzel. Halte ich dich auf? Oh, 3 Sekunden. Na, fahr nur. Okay. Regen soll in 15 Minuten aufhören. Wie viel? In 15, aber bis dahin sind wir durch. Meiner sagte vorhin in 5 und da war vor einer Runde. Wir haben alle unterschiedliche Wetter-Apps. Ja. Ich hab das örtliche. Ohne fehlt dir was. Sonny, was los? Gib Gas! Kannst du dich bitte kurz zurückfallen lassen, bevor ich eine Strafe kriege? Ja, los. Aber mehr nicht. Ja, ich bin da ein bisschen im ersten Sektor in Schwierigkeiten. Reifen funktionieren schon wieder nicht mehr, ey. Es gibt einen anderen Grund, auf Reifen zu wechseln. Ja, 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 hat er mir ja, jetzt gerade auch gesagt, ich solle bitte auf die Inters gehen. Nein, ja, gibt's nicht. Ich will eine Inters, aber er kommt auch nicht so gut klar. Ja, ich habe sie dann gewechselt, als der Regen noch krasser wurde, wo meine Wet-Reifen eigentlich perfekt gewesen wären. Das heißt, strategiemäßig bin ich eigentlich komplett am Arsch gewesen. Bitte klatsch den Frank raus, bitte, mach dann einfach. Nee, ich brauche nicht. Scheiße, wie viel Sprit. Ich möchte Frank bitte nicht rausklatschen, weil Frank ist echt mega, ein richtig krasser Fahrer hier. Ich guck ganz so ausnahmsweise auch mal einen Rückspiegel, Frank. Donny, da musst du einfach mal ein bisschen mehr üben. Also solche Sätze will ich nie hören. Du verlierst auch nicht ganz 2 Sekunden. Das ist mir egal. Wie weit ist der Abstand zwischen Platz 1 und 2? Ach scheiße, jetzt habe ich Marco vorbeigelassen, obwohl ich das gar nicht wollte. Scheiße. Marco ist auf 5? Ja, ich habe gerade... auf 2? Philipp. Ein Teamkollege auf 2, ja sauber. Oh, ist ich dachte die ganze Zeit, Marco wäre da, lol. Wer hat denn jetzt schon Marco, ich hab Angst. Ich wollte eigentlich nur Patrick vorbeilassen, ein bisschen der Hunzel vorbeilassen. Das Problem an der ganzen Geschichte war, Marco war direkt hinter ihm und ich habe ihn versehentlich mit durchgelassen. Scheiße!
Ja, kann passieren, ne? Ja. Mit einem vor mir oder hinter mir geht der Sprit aus. Wer ist Marco hat ja klar und deutlich gesagt, ne, ja, ich bin hinter Hunzel. Irgendwie so, scheiße. Ist ja nicht schlimm, 6. Platz ist auf jeden Fall ein Erfolg für mich. Ich hab nur 16, oh ja! Jakob, du verlierst immer ganz schön viel Zeit im Dritten, ne? Ja. Ich hab jetzt in 3 Runden 6 Sekunden geholt. Oh, leider gibt's nur noch 2. Oh, Alter. Auch schön bei Johnny zum Stehen gekommen. Oh, Marco, da ist der Quersteher. Ja, jetzt bist du am Stau und ich muss auch gerade schon bei 200 bremsen. Warum soll ich denn jetzt in die Box fahren? Nein, mach das nicht. Nee. Nee. Warum mach ja, okay, das wird nichts mehr, wir fahren wahrscheinlich. Oh. Und schon wieder 3 Sekunden. Nee, ja, oh mein Gott. Also langsam wird es lächerlich. Ich hab schon 6 Sekunden, also. Ich hab insgesamt schon 30 Sekunden, glaube ich. Ich hab 12. Oh, Frank, kannst ja vorbeifahren gleich hier. Ich geb dir sogar noch einen kleinen Klaps auf dem Rücken, wie beim Schaukeln früher. Boah. Boah, das wird's, jetzt wird's. Aber Mike, P6 ist gut. Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich bin auf 10 gestartet und unter wirklich schwierigen Regenbedingungen komme ich hier wahrscheinlich als 6. ins Ziel. Ich bin auf jeden Fall happy. Also du denkst zumindest noch, dass du ins Ziel kommst, aber das kann sich auch in jeder Kurve ändern. Nee, Johnny, ich fahr jetzt extrem vorsichtig. Ich riskiere jetzt gar nichts mehr. Steuern, ne? Die 3 Sekunden Strafe muss ich natürlich draufzählen. Ich habe natürlich jetzt nicht zu langsam werden. Ich weiß ja nicht, wo Florian überhaupt ist. Siebter. Ja, es ist mir schon klar, nur wo auf der Strecke, damit ich das einplanen kann. Das ist Schikane. Kannst du dir das nicht einfach anzeigen das ist, ja. Oh, letzte Runde hat angefangen. Oh. Bei mir noch nicht. Letzte Runde ist gleich wieder zu Ende. Aber wo bist du auf der Strecke? Was wäre? Ja, hier, das war ein Hutzelschmutzel. Was denn? Uns ist kurz vor Start ein Ziel weit. Hä? Ja, ich bin gleich durch. Alter, ich bin gerade im ersten Sektor durch. Muss ich also doch nur 2 Runden, muss ich also doch 2 Runden weniger fahren. Aber ich bin zufrieden, Platz 4. Ja, das ist gut, Mucke. Dafür, dass ich zweimal nicht ins Ziel kam in den beiden Testivets, ist das doch jetzt mal herrlich. Ja, ja. Dito. Herzlichen Glückwunsch. GG. Also, ich bin in der Liga und direkt mal gewonnen. Dann muss ich ja nochmal ganze Runde fahren. So, Jungs, ich muss Nachtdienst. Jo. Alter, ich bin so am Spitzen, ey. Jo, heute auf Platz 2. Tschüss. Ja, gute Nacht. So. Sonst verpasst du die Rennleitung eine Strafe. Die Mucke verpasst dir eine Strafe? Ah! Aua. Oh, 7. Alter. Oh, Zwicker kommt, Zwicker. Da soll man hier richtig einen durchbören lassen. Komm hier! Oh nein! Alter. Okay, ich habe jetzt hier Standbild. Oh Gott, oh Gott! So, Vierter! Boxenstraße gelandet. Alter Jakob! Der Haas stand da wohl ein bisschen. Oh, au, mir tut alles weh. Und da kommt Tom auf. Hier fährt Tom. Ich hätte auch auf Intermediates durchfahren sollen, fährt mir im Nachhinein ein. Jungs, ich muss auch. Alles klar. Jo. Nice. Danke, dass du dabei warst. Danke. Ja. Bis in 2 Wochen. Hau rein. Hau rein. Ja. So, Tom im Ziel. Disconnected from your channel. Oh Gott, ey. Alter. Was ein Rennen. Krass, das war ein heftiges Rennen. Alter, ja, wir kommen riesig in den Punkt. Oh, das ist super. Da ist das absolute Endergebnis. Alter, die Strafen. Alter, die Strafen. Der macht krank. Ich gehe plus 9. Ja, ich gehe einmal durch. Hunzel, Glückwunsch. Warte, ich bin immer noch 11. Okay. Ist auf der 1. Auf der 2 haben wir Philipp. Auf der 3 Jakob. Muck auf der 4. Mike auf der 5. Achso, ja, das ist bestimmt Marco. Marco. Das ist Marco auf der 6. Auf der 7 Florian. Ich auf der 8. Basic auf der 9. Frank auf der 10. Auf der 11 Johnny. Dann haben wir Chris. Auf der 13 Marc. Auf der 14, das ist wahrscheinlich Patrick. Ja. Wer ist danach rausgegangen? Das ist Stefan auf der 15. Genau, Stefan, Dennis, Alexander. Martin auf der 18. Martin und als erstes hat sich... Max. Jetzt mal überlegen, nee, der wurde disqualifiziert. Ja. Genau, Max ist 19. 15 Sekunden ist absoluter Rekord, ey, was die Strafen angeht. Jawohl. Oh, oh, Mensch, aber Frank auch mit 15 Sekunden ins Ziel, ne? Ich nur eine. Oder? Also einmal ja, ich hatte auch hoch denn. Ja, es war auf jeden Fall ein super klasse Rennen. Finde ich auch. Es war spaßig.
Es war gut, alles ja. dabei. Mich persönlich hat es geärgert. Ich weiß nicht, woran das lag, dass ich dann auch rausgeflogen bin. Ist natürlich generell heftig gewesen mit den Abflügen heute. Also ich glaube, sechs Leute haben es nicht richtig geschafft. Ich kam ja dann wieder zurück. Aber sechs sind, glaube ich, komplett rausgeflogen. Ne? Am Ende hatten wir ja nur 13 oder 12. 12 war es am Ende. Das Problem ist, bei dem Spiel, du musst nur ganz leicht berühren. Da bleibst du so hängen und dann gehst du ab. Da ist keine Chance. Aber Tom, wenn der drauf war, das sah ja so komisch aus dann. Ja, und dann ist das... ist, wenn du überholen willst, du bist so halb daneben und der andere passt nicht richtig auf und geht ein bisschen rüber und du bringst mit seinem Hinterreifen deinen Vorderreifen, dann gehst du sofort ab dahinter. Jo. Ja. Oder war bei Mark heute und noch zweimal habe ich das gehabt oder so. Ja, also da müssen die Leute dann echt aufpassen. Da kann so nicht... Weil das ist einfach so, dass dann irgendjemand die Rennen versaut und das geht so nicht. Ja. Da hatte ich in der ersten Kurve schon, wo ich mit dir zusammen, ihr habt beide quer vor mir gestanden und ich bin da direkt rein und habe mich komplett gedreht. Ihr habt nur so halb gedreht, glaube ich. Ne? Ja, ich weiß nicht, ich bin extra außen geblieben, weil ich einen Pfeil gesehen habe und dann bin ich außen geblieben und dann auf einmal hat sich so ein ultrasofter Reifen in mein Heck gebohrt und kam nicht mehr weg. Ja, ich war direkt hinter dir und neben dir war irgendwer, ich weiß nicht, ob ich glaube, das war Alonso hier, also der McLaren. Ja, Marco war das. Dann. Und der hat dich dann rüber gedreht und ihr habt euch beide vor mir gedreht, war aber nicht unsichtbar und ich habe dann einen ganzen Kreisel gemacht. Ja, Start versaut. Naja, egal. Oh. Aber ich finde, das war immerhin ein guter Test. Ne? Wir hatten Regen, das war fürs letzte Test-Event wirklich alles dabei. Das war heftig. Wir hatten virtuelles Safety Car. Vor allem, was ich gut finde, dass wir gleich nochmal gesehen haben, wie das denn ist, wenn man im Nachhinein nochmal reinkommt mit dem Zuschauermodus und so. Das hat jetzt doch funktioniert. Ist ja auch gut zu wissen. Ja. Und ja, ich hoffe beim nächsten Mal, beim ersten Meisterschaftsrennen ist dann das Chaos nicht ganz so groß. Ja, aber ich bin auf jeden Fall auch zufrieden, auch mit der Art, wie das hier halt so vonstatten gegangen ist. Also ich bin soweit zufrieden. Klar. Und ja, Leute, zwei Wochen, dann wird es richtig los. Also seid gespannt auf unseren allen Kanälen, die natürlich unten alle verlinkt sind, ist ja klar. Also Leute, schaltet wieder ein in zwei Wochen hier. Genau. Tschüss. Haut rein, ciao. Tschüss. Tschüss.